Sehr geehrte Frau Ministerin Oetschger, sehr geehrter Herr Generalkonsul, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor allen Dingen aber lieber Ahmet Yildirim. Jetzt wird es wirklich ganz spannend. Jetzt, liebe Bewerberinnen und Bewerber, möchte ich Sie vor allen Dingen ganz herzlich begrüßen. Und jetzt geht es darum, wer heute Abend diesen Integrationspreis erhält. Ich kann sagen für die gesamte Jury, dass auch in diesem Jahr Sie uns, der Jury, die Arbeit nicht leicht gemacht haben. Das war wirklich eine Herausforderung, aber diese Herausforderung war gleichzeitig auch schön, weil wir wirklich tolle Projekte und tolle Initiativen betrachten und bewerten konnten und dabei sicherlich als Jury auch viel Neues gelernt haben. Und deshalb sage ich, es war schwierig, aber es war gleichzeitig auch eine tolle Erfahrung, die wir gemacht haben. Es gibt wirklich, es gab eine Vielzahl von Bewerbungen aus herausragenden und beeindruckenden Projekten, was mich besonders überzeugt hat. Und das war das, was eigentlich die Idee war, die diesem Wettbewerb zugrunde lag, lieber Ahmet, weil du, das weiß ich noch sehr gut, als wir zum ersten Mal darüber gesprochen haben, mit dieser Idee ja auch erreichen wolltest, dass wir mit diesem Preis Menschen mit einem außerordentlich hohen bürgerschaftlichen Engagement auszeichnen, Menschen, die sich dafür einsetzen, dass egal woher man kommt, egal welche Hautfarbe man hat, egal was man ist, Chancen hat. Und dass wir alle daran arbeiten, gleichberechtigt daran arbeiten, eine gemeinsame Zukunft in unserem Land zu haben. Ein Engagement soll also ausgezeichnet werden, damit wir alle gut zusammen leben können, damit Menschen unterschiedlicher Herkunft wirklich nicht nur anerkennen, sondern auch gegenseitig unterstützen. Das ist ein Engagement und das haben meine Vorredner gesagt, auf das wir alle angewiesen sind, wenn wir in guter Nachbarschaft leben wollen, wenn wir freundschaftlich zusammen leben wollen. Ein Engagement, das eben Achtung und Respekt voreinander und miteinander beinhaltet. Und das kann man, das haben die Frau Ministerin zu Recht gesagt, nicht per Gesetz verordnen, sondern das kann man nur erwerben und leben. Und dabei ist jeder Einzelne wichtig. Die Politik kann dafür sicherlich Voraussetzungen schaffen, aber sie kann genau das nicht leisten. Und deshalb glaube ich, ist jedem von uns klar, dass Integration gelingt, damit Integration gelingt, damit wir ein bunteres und lebenswertes gemeinsames Deutschland schaffen. Wir Menschen, die diejenigen, die sich jetzt in diesem Integrationspreis beworben haben, benötigen. Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, am bisherigen Wettbewerb, tun genau das. Sie haben sich, sie engagieren sich gegen Rassismus und Ausgrenzung. Sie engagieren sich für gegenseitige Anerkennung und Unterstützung für gleichberechtigte Teilhabe. Und ihr Engagement leisten sie auf eine Art und Weise, die uns in der Jury wirklich beeindruckt hat, weil sie ungeheuer kreativ waren und sind, immer noch. Weil die Programme und die Projekte und Initiativen, die sie uns vorgeschlagen haben und vorgestellt haben, wahnsinnig vielfältig waren und mit einer hohen Kompetenz durchgeführt wurden. So dass, was wir hier gesehen haben, auch diese Projekte mit einer ganz hohen Kompetenz werden durchgeführt. Und deshalb ist der Engagement tatsächlich vorbildlich und deshalb verdient es auch Anerkennung von Würde. Und das genau wird dieser Preis leisten. Er will anerkennen, das würde, was Sie getan haben. Er will damit gleichzeitig auch einen Ansporn geben für andere, nicht eben das Gleiche mit einem zu tun, sondern selber auch zu überlegen, auf welche Art und Weise Sie den Ihren Beitrag leisten können zu einem guten Zusammenleben, zu einem guten Miteinander. Deshalb möchte ich als erstes im Namen der Jury allen danken, die sich um diesen Preis beworben haben. Auch denjenigen, die nicht ausgezeichnet werden, weil auch sie einen ganz wichtigen Beitrag leisten. Und deshalb bitte einen Applaus, danke und Anerkennung erstmal für alle Bewerber.